Okay, von uns den Trail gefunden, jawohl. Oh, scheiße. Fuck. Synchron. Yo, servus Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Am heutigen Tag geht's mal wieder auf meine Home-Trails in Berchtesgaden. Mit dabei ist natürlich Leo mit seinem alten Leihbike. Ihr bekommt mal wieder zwei Sichten und dazu kommentiere ich das Ganze mal wieder im Schnittstil von früher. Also viel Spaß. Wie man hier vielleicht schon sieht, kannten weder Leo noch ich den Trail, weswegen wir das ganze Ding erstmal ein bisschen langsam runtergefahren sind, da wir den Trail erst gerade eben entdeckt haben. Immer synchron, die Jungs. Die Profis einfach. Anschließend ging es dann auch in einen weiteren unbekannten Trail rein, doch der hat uns beiden von Anfang an gut getaugt. Und er hat mich persönlich ein bisschen an die Siedern ins Saalbach erinnert. Ein roter Trail mit ein paar technischen Stücken, allerdings immer noch ultra super folgend, die man richtig runterheizen kann. Das Einzige, was da noch gefehlt hat, waren die Sprünge. Okay, ich habe einen neuen Lieblingstrail gefunden. Ja, und das von gestern war ja schon geil. Aufgrund dessen sind wir den Trail dann gleich nochmal runtergefahren. Wir haben die Bikes auch ein paar Mal hochgeschoben und jetzt bekommt ihr nochmal von jedem die einzelnen Gesichter. Im nächsten Teil ging es dann auf einen Abschnitt des Trails, der es, nun ja, wie soll ich sagen, in sich hatte. Allerdings wussten wir am Anfang nicht immer mehr, wo wir langfahren sollten, denn der Trail hat sich einmal rechts und einmal links aufgeteilt. Stopp. Wir haben uns dann doch den linken, aber dafür deutlich schwierigeren Teil des Trails ausgesucht. Denn dieses Ding hat es wirklich in sich. Da ging es so steil runter, was man auf der GoPro gar nicht sieht. Und während ich dann noch einigermaßen gut durchgekommen bin mit meinen 650B-Laufrädern, kam Leon ja mit seinen 26-Zoll-Rädern nicht ganz so gut durch und hat den ersten Crash des Tages hinterlegt. Glücklicherweise ist Leo bei dem Crash gar nichts passiert. Er hat sich ein bisschen am Handgelenk verletzt, das dann ein paar Tage weht hat. Aber ansonsten ist glücklicherweise nichts passiert. Wir haben dann also die Bikes wieder hochgeschoben, haben uns dann doch für den leichteren rechten Teil des Trails entschieden. Und ihr kennt doch sicherlich alle diese Teile von dem Trail, wo es rechts und links ziemlich hoch ist und links in der Mitte so eine Kuhle drin ist. Genau so ein Ding hatten wir nämlich dort. Und da waren so große Steine drin. Und ist man dort einmal reingekommen, ist man nicht mehr rausgekommen. Und natürlich ist mir genau das passiert. Oh, scheiße. Fuck. Glücklicherweise ist mir hier nichts passiert. Und deswegen sind wir direkt weitergefahren auf dem Trail, den ich schon mal vor knapp 2 Jahren gefahren bin. Den Teil kenne ich, glaube ich, schon. Und nun hatten wir die Qual der Wahl, denn wir durften uns nun zwischen 3 Trails entscheiden. Einmal den Steintrail, den man schon aus der ersten Folge der Dual-Series kennt, den normalen Trail, den ihr aus den letzten War-Videos kennt, und einen Fußgängerweg, bei dem man ein bisschen das Hinterrad versetzen konnte. Und genau für den haben wir uns jetzt entschieden.
kann ein bisschen langweilig sein. Und für das, dass es von mir und auch von Leo die ersten Versuche waren, auf dem Trail das Hinterrad zu setzen, lief das Ganze schon mal ziemlich gut. Zumindest bei mir rechts herum. Links herum, naja. Ah, links kann ich nicht. Keine Lust auf Treppen. Am Schluss sind wir dann zu den Trail hingefahren, den man schon aus den letzten beiden Raw-Videos kennt. Wenn ihr die beide noch nicht gesehen habt, dann zieht ihr euch auf jeden Fall unbedingt rein. War mega geil, war nämlich die Leos Trail in dem Fall. Und dieses Mal habe ich sogar den richtigen Weg gefunden. Okay, von uns den Trail gefunden, jawohl. Oh ja. Boah, Hilfe, sketchy. Ziemlich eng gerade. Bin noch nicht mehr. Wie dem auch sei, das ist jetzt das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt bitte zu diesem Schnittstil ein paar Tipps und Verbesserungsvorschläge rein, ob der Sound und so alles passt. Wenn ihr jetzt noch weitere Videos sehen wollt, dann klickt jetzt auf die Playlist oder auf das andere Video und abonniert auf jeden Fall den Channel, damit ihr zukünftige Videos nicht mehr verpasst. Bis nächste Woche.